Steel Plate, Electronic Circus, okay, Steel Plate. Steel Plate. Dann was hier. 1, 2, 3, 4. Den Electronic Circus, den Dingbug dürfen wir jetzt nicht mehr benutzen. Der wurde verboten. Der, habe ich keine Plate Bending Machine? Ich dachte, ich habe eine. Ich habe mir doch eine Plate Bending Machine gemacht, oder bin ich jetzt blöd? Natürlich, ich muss doch eine Plate Bending Machine haben. Aber wo steht die? Ach da! Ja, natürlich, die steht da drüben. Ich dachte mir gerade so, hä? Ich hab doch eine Plate Bending Machine, was ist da los? Wo war ich jetzt? Genau, den Arcane Worktable Bug dürfen wir nicht mehr benutzen. Und wie lange nehme ich überhaupt schon auf? 15 Minuten, okay. Müssen wir gleich Schluss machen. Den Worktable Bug dürfen wir jetzt nicht mehr benutzen. Der ist jetzt verboten. Ja, weil die aus dem Projekt das einfach nicht haben wollen. Dass man da cheatet so. Oder was heißt cheaten? Dass man halt da, ja, die Items dadurch so schnell bekommt. Und deswegen müssen wir jetzt unsere Sachen wieder so craften, wie wir sie davor gecraftet haben. So, sobald das Ding mal fertig ist, obwohl, ich weiß nicht, ich mache einfach mal so eine 20-Minuten-Folge. Ihr sollt ja auch ein bisschen was zu lungen haben. Ja, gute Frage jetzt, ne? Soll ich hier, so ein. Wie machen wir das? Hier können wir ja eigentlich gar kein Ding machen. Das ist klar. Aber sollen wir hier ein Fenster reinmachen, so ein kleines? Oder eher nicht? Also ich so, ich will ja auch ein bisschen massiv bauen. Oh, warte mal, hier oben würde dann jetzt das Dach hinkommen, sag ich jetzt mal. Und dann hätten wir da halt so ein kleines Fenster, aber ob ich das haben will, das ist so eine Frage. Hier eine Seite, ja, okay, ich lasse das jetzt erstmal so. Warte mal, ist die Electric Wrench aufgeladen? Das ist sie. In der Tat. So, jetzt brauchen wir den Glossrissman hier. Den Macerator bauen wir damit ab. Okay. Den Induction Furnace. Habe ich den bekommen? Ja. Den Compressor. Ups. Ach so, ja, ist leer. Dann lade ich die mal eben auf. Gut. Irgendwie gefällt mir der Raum hier nicht noch nicht so ganz. Oder? Ich weiß es noch nicht. Müssen wir mal gucken, ob mir der Raum gefällt oder ob er mir nicht gefällt. Weil der Raum wird ja jetzt größtenteils, so, warte mal, was hatte ich hier vor? Ich hatte hier irgendwas. Okay, was ich hier vor hatte, das weiß ich. Dann würde ich an die Seite hier. Ach, ich weiß nicht. Ich baue einfach mal zu. Kann nicht schaden, alles zuzubauen. Einfach mal so einen eckigen Bunker machen. Können wir ja dann im Nachhinein alles schön machen. Solange wir erstmal ein grobes Haus stehen haben, ist mir das egal. Fenster werden überbewertet, also. Ich habe ja sowieso gesagt, ich baue in Season 2 jetzt. Ich bin schon wieder nicht vor dem Mikro. Ich baue in Season 2 jetzt eher so, dass es auf Technik ausgelegt ist und nicht so ganz auf Schönheit. Also eher auf Funktionalität als auf Aussehen. Also ist es egal, wie das aussieht. Hauptsache, es funktioniert. Okay, da haben wir die Electric French. Bauen wir mal das Ding ab. Oha! Wir leben ein bisschen viel, wa? Okay, laden wir dich mal wieder auf. Gut, der Kompressor war nicht egal gewesen, ob wir den jetzt behalten können oder nicht. Ja, gute Frage. Wie hoch soll ich mein Ding machen? 4 Blöcke hoch? Oder 5 Blöcke hoch? Also so, dass praktisch hier jetzt erst die Decke kommt. Ich glaube, ich mache es 5 Blöcke hoch. Also so, dass wir dass wir eine 4 hohe Decke haben, sagen wir so. Das glaube ich am einfachsten verständlich. Und ich bin so blöd, ey. Ich mache immer so
Wenn ich jetzt links was baue von mir, dann gehe ich so mit dem Kopf nach links und bin da nicht ganz vor dem Mikrofon. Total popal. Popal blöd. Total blöd von mir. So, was können wir hier für Fenster reinmachen? Solche Fenster könnten wir hier reinmachen. Sollen wir die so machen? Ja, ne? Ja. Mach ich einfach mal so. Gut, dann ist die Decke hier aber ein bisschen zu klein, würde ich fast mal behaupten. Deswegen reißen wir die mal ganz kurz raus. Und zimmern das hier so ein bisschen hoch. So. Und jetzt können wir hier oben gleich nochmal Dachfenster reinmachen. Hier so. Perfekt. Aber dann würde ich das ja eigentlich auch zubauen. Oder? Ich weiß nicht, wie sieht das denn aus? Mal so. Doch, ich lasse das. Doch, das Fenster da oben kommt hin. Das ist beschlossen. So wird es gemacht. Und so passt das jetzt von der Höhe. Okay. Na, komm schon. Sind wir jetzt schon wieder drüber? Bestimmt. Ja, 21 Minuten, war ja klar. Okay, dann machen wir halt 25 Minuten voll. Ist doch egal. Ich will nur ein bisschen was schaffen und ihr sollt ja auch ein bisschen was zu tun haben. Zu tun, zu gucken. Deswegen, ja, im Plan. Und ich bräuchte eigentlich für morgen, jawohl, ne, morgen komme ich rechtzeitig heim eigentlich. Obwohl, ich weiß nicht, ich meine, ja, okay, ich mache einfach mal 30 Minuten und dann mache ich zwei 15-Minuten-Folgen draus, machen wir einfach so. Dann bekommt ihr heute halt nur eine 15-Minuten-Folge, tut mir leid. Und dann morgen dementsprechend auch. Aber, ja, müsst ihr halt mit klarkommen, dann müsst ihr mit leben. So leid es mir auch tut. Na komm schon. So. Wie viele Steine haben wir noch? Ja, ein bisschen was. Und Cleanstone haben wir auch noch im Inventar. Ja, grandios, du. Ich weiß nicht warum, aber ich mag die Steine irgendwie. Ich weiß nicht warum ich mit dem Bau. Viele finden sie vielleicht hässlich, aber ich finde die eigentlich ganz cool. Auch wenn es ein bisschen eintönig ist, das Haus, aber egal. Egal. Man kann halt schön kaschieren, finde ich, mit den Steinen. Also sobald man hier irgendwo ein Kabel hat, kann man einfach so ein, ja, ein Cover dafür nehmen, kann das da mit dem Cover machen. Und außerdem habe ich meine Base in meiner Singleplayer-Welt auch mit den Steinen gebaut. Und ich bin schon wieder nach links gegangen. So. Also jetzt haben wir das endlich mal hier fertig. Das Haus ist an sich jetzt eigentlich ziemlich klein, ne? Wenn man das mal so bedenkt. Also viel Platz ist auf jeden Fall nicht. Und hier oben könnten wir dann vielleicht später mal unsere Solarpanels machen, würde ich einfach mal behaupten. Hier in die Mitte. Oder wir brauchen in der Mitte Fenster. Das kann natürlich auch sein, so wie wir das gerade machen. Einfach nur, damit wir auch ein bisschen Licht im Inneren haben. Okay, jetzt sieht die Tür hier aber kacke aus. Also entweder müsste die Tür eins nach rechts oder eins nach links. Und ich würde, wenn, dann behaupten, wir setzen die Tür eins nach links. So. Gut. Und das hier wird nach innen eins. So. Nein, stopp. Schaffen wir das? Schaffen wir das? Bloß nicht zu viel bewegen. Könnt ja tödlich ausgehen. Und dann schaffen wir das vielleicht auch gleich mal, unsere ganzen Maschinen und so umzusetzen. Und unser Haus schon. Ups, ich hänge an irgendwas fest. Achso, an meinem Bett, glaube ich. Und dann haben wir auf jeden Fall schon einiges geschafft in der Folge hier. So. Perfekt. So, gehen wir mal kurz pennen. Okay, wir gehen noch nicht pennen. Warten wir halt noch 10 Minuten. Achso, warte, das hier müsste ich vielleicht noch ein bisschen hochzimmern. So. Gut, wie sieht's aus mit Fenstern? Fenstern. Machen wir das. Was hältst du denn davon? Das sieht nicht so gut aus. Vielleicht eher so.
Nee, das ist genauso Schrott. Aber so würde es gehen. Nee, so wird es genauso wenig gehen. So. Okay, jetzt können wir aber pennen. Kann ich noch mal was trinken? Weiß nicht warum, aber ich habe Durst. Es ist total heiß bei uns. Und da darf ich heute Fahrrad fahren, du. Perfekt, ey. So, jetzt erstmal gucken, wie machen wir das? Da, ja, okay, doch, das gefällt mir, glaube ich, ganz gut. So wie wir das da haben. Na, komm schon. Wo fehlt es was? Hier fehlt was. Und was wir jetzt mit der mittleren Reihe machen, oder zubauen, würde ich einfach mal behaupten. Was anderes wird uns nicht übrig bleiben. Aber jetzt könnten wir halt hier noch irgendwie. Ach, ich weiß doch nicht. Wenn wir das echt so machen, ist das da nicht ein bisschen zu lichtdurchflutet? Das Haus. Oder passt das? Muss passen. So. Ich will meine Electric French haben. So, ich hoffe mal, dass die Generatoren größtenteils überleben. Tun sie auch. Okay, einer ist kaputt gegangen. Aber mal ehrlich, auf den einen Generator kommen. Da gebe ich einen Fick drauf, du. Geht ja kaputt, so. Gut, eigentlich steht das Ding ja auch schon perfekt da, wo steht. Um das mal so zu sagen. Also standen die Generatoren fast perfekt da, wo sie standen. Wir brauchen natürlich eine Stromversorgung, das ist klar. Wo ist denn jetzt das Kabel hin? Achso, wahrscheinlich war das nur hier rumgelegen, okay. Ja, ich würde die Generatoren natürlich nicht so gerne einfach so da stehen haben. Was ich jetzt noch schnell machen will, ich denke, das ist ME-System anschließen. Dafür brauchen wir den Terminal. Cable vielleicht, den Controller brauchen wir natürlich. Den Drive brauchen wir nicht, weil ich eine andere Methode ausprobieren will, aber die zeige ich euch gleich. Dann, wo mache ich das im E-System hin? Am besten in die Mitte, sodass es symmetrisch ist mit 3. Das heißt, der Controller würde dann ja hier hinkommen. Würde er. Ich meine einfach mal hier hin. Der Access Terminal in die Mitte. Haben wir ein. Ja, gut, komm, dann holen wir uns den Drive einfach auch mal. Ist ja gerade egal. Dann setzen wir den Drive hier hin und das Ding dahin. Obwohl, keine Ahnung. Haben wir noch irgendwas anderes, was wir da hinsetzen können? Einfach auch, wenn es unnötig. Ja, wir können den Pattern Encoder da hinsetzen. Auch wenn wir den hier nicht so ganz brauchen, aber. So. Der hat natürlich keinen Saft, das ist mir klar, dass der keinen Saft hat. Aber. Das ist eigentlich auch egal. Warte, was passiert denn, wenn ich das Ding hier hinsetze? Zeigt er dann zur Seite? Nee. Tut er nicht, okay. So. Folgendes. Wir brauchen mehrere Sachen. Zum einen brauchen wir Strom. Den Strom beziehen wir aus Geothermalenergie. Aber wo wir die jetzt aufbauen, das kann ich euch noch gar nicht so genau sagen. Aber ich würde einfach mal behaupten, wir machen das jetzt mal hier unten hin erstmal. Ist ja nicht egal, das können wir nachher alles noch umbauen. Je nachdem, wie wir das haben wollen. So, ich brauche als erstes mal
Strom. Der Strom kommt später, sage ich einfach mal hierher. Und hier so. Was ist das? Warte, jetzt brauchen wir hier 1, 2, 3, 4. Zack. Hier bauen wir die Stone Pipes. Zack. Und hier unten hier machen wir einfach mal den Ender Tank. Zack. Und den stellen wir auf Ausgang, wenn das geht. So. Oh, Shem. Gut. Warte mal, irgendwie. Hast du jetzt immer noch Saft? Ja, hat er. Oh, mit einer Axt ist das ein One-Hit? Cool. Gut, ja. Nur folgendes Problem haben wir jetzt. Wir haben nicht ganz so viel Platz. Egal. Okay. Eigentlich will ich es gar nicht ausprobieren, aber wir müssen es wahrscheinlich ausprobieren. Was passiert, wenn ich die. Okay. Cool. Finde ich cool. Die Black Hole Chest kommt jetzt nämlich hier hin und. Jetzt ist die leer? Sind jetzt unsere Items weg? WTF? Wie jetzt? Unsere Items sind jetzt weg, oder was? Was? Ich relogge mal. Es kann doch nicht sein, dass unsere Items weg sind. Wenn, dann müsste die doch droppen oder so. Aber dass die einfach weg sind, das kann doch wohl nicht sein. Ach du Kacke. Aber die liegen ja auch nirgendwo rum. Ja, und was soll ich jetzt machen? Wo sind jetzt meine Items hier? Sind jetzt einfach weg, oder wie? Alter Finne. Du willst mich doch verarschen. Lol. Ach du Kacke. Also das ist doch jetzt nicht dein Ernst, oder? Das kann doch nicht dein Ernst sein. Das kann doch nicht sein, dass die ganzen Items weg sind. Weil dann müssen die doch droppen oder wieder in der Kiste landen oder so, aber. What the fuck? Nee, die sind nicht mehr da. Gar nichts. Wer denkt sich so etwas aus? Naja, gut. Ich beende jetzt den Part. Das sind sowieso 33 Minuten. Und ich guck mal mit meinen Items so. Gut, ja, wir sehen uns dann. Und ja, bis dann, ne? Tschüss.